Ja, danke, Frau Präsidentin, Frau Minister, Herr Bundesminister, Frau Minister Raab, wissen Sie, ich habe Ihnen wirklich sehr genau zugehört und all das, was Sie heute gesagt haben, das sind die Lippenbekenntnisse, die hört man jedes Jahr am Frauentag, egal wer Frauenminister ist. Es muss etwas gemacht werden, wir machen, wir haben schon gemacht. Jene, die gerade da vorne sitzen, klopfen sich auf die Schulter, werden kritisiert von den anderen und umgekehrt. In Wahrheit, meine Damen und Herren, sehen wir es und wir haben es heute vielfach gehört, die Frauen sind die ersten Opfer in der Krise. Die Frauen sind dafür verantwortlich, dass sie für das schulische Fortkommen ihrer Kinder sorgen. Der Herr Bundeskanzler, Frau Minister, Sie haben es heute gesagt, wir sollten schauen, dass unsere Mädchen in die MINT-Berufe kommen. Ein frommer Wunsch, dann bitte sperren Sie endlich die Schulen auf. Weil wenn der Herr Bundeskanzler erklärt, die Schulen sind geöffnet, dann hat er keine Ahnung. Die Schulen sind 2 Tage in der Woche offen und 3 Tage sind die Kinder daheim. Es ist jetzt noch weniger Unterricht als beim Distance Learning. Da war wenigstens 5 Tage die Woche Distance Learning. Jetzt haben Sie 2 Tage die Woche. Das seit einem Jahr. Und die Last schultern die Frauen. Und meine Damen und Herren, vor allem von der Volkspartei, Herr Bundeskanzler, richten Sie ihm aus. Genau deshalb sind es auch die Frauen gewesen, die am Samstag zu zigtausenden mitdemonstriert haben. Genau deshalb. Und wissen Sie, wie viele Frauen aus diesen systemerhaltenden Berufen waren? Wie viele Krankenschwestern ich dort gesehen habe, die dann vom Herrn Bundeskanzler mit Hooligan-Methoden und mit weiß ich was noch alles beschimpft werden. Das waren Bürger aus der gesamten Breite unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und es ist halt schon ein bisschen billig, sich hier immer herzustellen, mit dem Finger zu zeigen, in den Medien irgendwelche Geschichten zu verbreiten, wenn gleichzeitig der Herr Innenminister offensichtlich, weil es zu wenig Eskalation gegeben hat auf der Jesuitenwiese, dann hergeht und seine einzelnen Schergen aufruft, dass sie jetzt endlich die Leute anzeigen sollen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen noch eines, wenn Sie jetzt laut werden. Ich unterscheide hier sehr genau zwischen den Polizeibeamten, zwischen den vielen, vielen, die hier anständig waren, die hier wirklich ordentlich für Sicherheit gesorgt haben. Aber es sind auch jene, die dem Herrn Innenminister Nehammer gefallen wollen gewesen. Und das waren dann die, die ohne Not eingekesselt haben, die ohne Not vor allem auf ältere Frauen zugeströmt sind, die diese älteren Frauen in Handschellen abgeführt haben. Finden Sie das in Ordnung, dass hier alte Frauen abgeführt werden? Finden Sie es in Ordnung, dass junge Mädchen eingekesselt werden, dass Frauen im Rollstuhl eingekesselt werden? Auch das sind Frauen und auch die haben Frauenrechte, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich heute hier herstellen und für Frauenrechte reden, dann müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass das, was Sie den Frauen aufgebürdet haben seit einem Jahr, von diesen Frauen schlicht und einfach nicht mehr geschafft wird. Und dass diese Frauen endlich wieder die Normalität zurückhaben wollen. Und deshalb, nur deshalb sind diese Frauen auf die Straße gegangen. Und nicht so, wie Sie das erzählen, dass sie da gewaltbereit waren, dass das irgendwelche Rechtsextremisten waren. Nein, meine Damen und Herren, zum Glück gibt es in Österreich keine 50.000 Rechtsextremisten, sonst hätten wir nämlich tatsächlich ein Problem. Dieses Problem haben wir nicht. Wir haben ein Problem und das sitzt auf dieser Regierungsbank. In der Frauenpolitik genauso wie in der Freiheitspolitik, in der Sicherheitspolitik und auch am Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren. Nämlich auch am Arbeitsmarkt haben Sie nichts weitergebracht für die Frauen. Ein billiges Klatschen vom Balkon, na, das wird den Krankenschwestern nicht wirklich helfen. Das wird den Handelsangestellten wahrscheinlich auch nicht gerade unbedingt zu Luftsprüngen verhelfen, meine Damen und Herren. Da braucht es schon echte Daten dieser Bundesregierung. Und da kommt einfach nichts. Die Frauen sehen es nicht, die Frauen spüren es nicht. Aber sie sind tagtäglich damit konfrontiert, mit all den Wahnsinnigkeiten. Und wenn sie dann ihre Kinder in die Betreuung geben, weil der Herr Bundeskanzler gnädigerweise gesagt hat, wenn sie es nicht schaffen, wenn sie einmal, es ist ganz normal, hat er gesagt, wenn sie einmal überfordert sind, ich glaube, der Herr Bundeskanzler hat überhaupt keine Ahnung, was Mütter leisten können, na dann haben sie es halt am Abend daheim gehabt und dann haben sie die Hausübungen am Abend machen müssen. Denn in den Schulen gab es ja keinen Unterricht. Und da wurden die Kinder wieder allein gelassen mit ihren Aufgaben. Meine Damen und Herren, all diese Belastungen, die Sie den Frauen im letzten Jahr aufgebrummt haben, all diese Belastungen, die gehen auf Kosten dieser Bundesregierung. Und daher kann es auch für eine ordentliche Frauenpolitik nur heißen, die Bundesregierung muss zurücktreten. Sie muss endlich Platz machen für eine Regierung, die in der Lage ist, die Probleme
Probleme der Zeit zu erkennen und auch entsprechende Handlungen zu setzen und die Leute nicht weiter einzusperren und ihnen in ihren Freiheitsrechten, in ihren Grundrechten zu berauben und sie dann auch noch von Bundeskanzlerseite zu kriminalisieren. Das ist schäbig. Dagmar Belakovic war das von der FPÖ, sie ist Sozialsprecherin, ja, mit einer Replik zum Corona-Demonstrations-Wochenende.